Hallo ihr Lieben, ja, heute möchte ich mit euch mein Dezember-Update machen und euch zeigen, was ich vom November bis jetzt heute gestickt habe. Ja, ich hatte mir mal ein bisschen Weihnachtliches hier hinter mir gestellt und zwar ist das ein Diamond Painting Bild, das habe ich gemacht und das ist innen drin beleuchtet. Ja, ich finde es, ja, die Kirche, die finde ich sehr schön. Also muss ich sagen, das ist gut mit den Fenstern. Aber der Weihnachtsbaum, da hatte ich mir alles ein bisschen was anderes vorgestellt. Na, dann, man sieht halt nur diesen Strich da, aber ich sag mal, es ist selbst gemacht. Und ja. Ja, und das andere Bild, das ist mein Perlenstickbild. Das ist ein Teilbild. Das hatte ich damals, ich glaube, von dir, Katrin, Katrins kreative Welt, habe ich das gesehen. Da hatte sie das gemacht. Da hatte ich sie damals angeschrieben. Da war an YouTube bei mir noch gar nicht zu denken und hatte sie gefragt, ob sie diese Stickvorlage eventuell noch hat, weil da so Farben drauf waren, die ich nicht richtig erkennen konnte. Und ja, so, aber jetzt zu meinem Update. Mit was fange ich an? Also ich fange mit dem an, was ich nicht gemacht habe bis jetzt. Und zwar ist das mein. Ach so, dann könnte ich euch das ja auch immer mal zeigen, dass ihr wisst, um was es geht. Das ist von Art Deco das Koala-Bild. Ich mag Koalas, beziehungsweise meine Mutter mag Koalas und mit den Papageien, ja, das hat mir gefallen. Aber dass das so viel Konfetti hatte und so, da habe ich noch nicht dran gedacht. Das waren eine meiner ersten Sachen, die ich gekauft habe. Da bin ich nach dem Motiv gegangen und nicht, was es für Arbeit macht. Ja, und das ist hier. So weit bin ich gekommen, nichts weiter gemacht. Das sind 25 Count. Magic Guide, glaube ich, ist das. Und der Stoff ist ein bisschen härter. Ja, naja, ich sag mal, irgendwie werde ich das natürlich auch immer weitermachen, weil ich habe es mir ja gekauft, um es irgendwann mal fertig zu machen. Aber ja, ich habe nun so viele andere Projekte, wo ich dann sage, das ist erstmal einer der wenigen oder der letzten, die ich dann machen werde. Ja, dann mein Chatelain. Das kennt ihr ja. Wart ihr ja mit dabei. Das war bei Stick mit mir der Stand. Soll. Jetzt habe ich das Bild nicht da. Ja. Bild habe ich nicht da. Aber ihr wisst ja, wie es aussieht. Oder wartet mal, ganz kleinen Moment. So, da habe ich es doch. Das ist mein Chatelain. Wie gesagt, da sticke ich auf 28 Count Brittany Lugana und zwar in der Farbe Blue Eye. Blue Eyes. Genau. Dann, was ich auch nicht weitergemacht habe, ist mein Chatelain, der heißt Christmas Angel, Stille Nacht.
Da gab es diese Vorlage einmal in deutscher Schrift und einmal in englischer Schrift. Also wenn man sich das gekauft hat, hat man beide Stickvorlagen bekommen. Und ja, da bin ich hier. So groß wird das, hier geht es dann runter. Da hatte ich mich verzählt von. Oder hier hinten kam ich dann nicht so zurecht. Habe ich erstmal eingepackt. Das sind auch 28 Count. So, das ist das. Dann habe ich, aber das zeige ich nur so ganz kurz hoch. Das ist ja mein Versuchsmodell, die Fädeltechnik mit den Perlen. Da bin ich auch noch nicht weitergekommen. Aber das ist halt ein Projekt, was ich auch angefangen habe und eigentlich auch beenden möchte. Dann, was ich dann auch wieder weitermachen werde, sind meine Orcas. Das ist das Rundstückbild. Und ja, das ist so groß. Und ich bin dann hier erst. Ich bin erst da. Also da müssen wir noch oder muss ich noch eine ganze Menge machen, um überhaupt was richtig Schönes sehen zu können. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir das da gemeinsam machen. So. Heute gehe ich mit euch hier durch die Runde. So, dann ist mein Mystery-Bild von Verwako. Das ist das. Da bin ich auch schon ein bisschen weiter gekommen. Guckt doch mal, wie niedlich. Hier unten mit den kleinen Zöpfen. Ja, ich habe die letzte Stickvorlage bekommen. Also ich habe jetzt alle 10 Stickvorlagen da. 10 Wochen war es ja. Und gucken wir mal, wie ich das dann schaffe. Also das möchte ich auch im neuen Jahr weitermachen. Also das Bild soll auf alle Fälle fertig werden. Dann habe ich hier meine kleinen von Verwako meine kleinen Winterdörfer. Da bin ich ja bei dem einen dran. Da bin ich dann hier. Man denkt fast fertig und trotzdem hält das so dolle auf. Also da mache ich das hier noch fertig. Und die anderen zwei, die nehme ich dann im neuen Jahr, im Herbst oder so, fange ich damit an. Also fertig machen möchte ich sie, aber jetzt sind erstmal dann keine Weihnachtsmotive mehr geplant oder Wintermotive. Aber gucken wir mal, ich ändere ja ständig meine Meinung, was sowas betrifft. So, dann habe ich meine Serviettenhalter. Ihr wisst ja, ich habe ja 4 Stück. Und 2 habe ich beendet. 2 Stück sind fertig. Und 2 muss ich noch. Also ich hatte insgesamt 4 Stück. Das ist
Das eine und das ist das andere. Also zwei sind schon fertig. Und zwei, wie gesagt, muss ich noch. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, die möchte ich ja am ersten Weihnachtsfeiertag auf dem Tisch haben. So. Und das, ja, das letzte, was ich jetzt noch, geht das eigentlich noch? Ja. Das letzte, was ich noch in Arbeit habe, ist mein Châtelaine Titania. Das habe ich auf 32 Count Belfast Leinen. Die Farbe ist da Saphir. Das ist so eine Mischung zwischen Mint und Lindgrün, so eine Mischung. Und das ist, mal gucken, ob ihr es seht. Das ist das, was ich jetzt gerade habe. Da habe ich jetzt auch nichts gemacht. Also das ist auch so geblieben. Ja. Genau. Das sind so die Sachen, die jetzt wieder mit drankommen. Ja, also das sind, wie gesagt, meine Projekte, die in Bearbeitung sind. Ach nein. Nein, es geht ja noch weiter. Es geht noch weiter. Und zwar, das ist hier meine Lombard Street oder Lombard Street, wie sie heißt. Das habe ich schon sehr lange und da sticke ich immer, wenn ich wegfahre oder ja, irgendwie da, wo ich mit den Perlen nicht so gut klarkomme, weil die mir dann eventuell verschwinden können. Es ist ein kleines Bild, aber ihr glaubt nicht, das ist Wahnsinn. Ich bin aber schon, also die Hälfte habe ich schon. Oder vielleicht über die Hälfte. Was mich ein bisschen erschreckt, beziehungsweise ja, ich ein bisschen Respekt vor habe, ist wie hier unten, wenn ihr das seht. Ich muss hier alles Rückstiche machen, alles Rückstiche, dass man halt diese Treppe erkennt, richtig. Ja, da. Das wird für mich nochmal eine Herausforderung, diese Treppe. Wahrscheinlich ist es auch deshalb, dass ich es nicht weitermache, weil ich mich davor kraule eigentlich. Naja. So, und dann habe ich ja, wie gesagt, die zwei Kooperationssachen, die ich angefangen habe. Das ist hier leider, habe ich ja auch nur, wie ihr wisst, hier die erste Reihe gemacht mit euch. Und das andere ist diese Dame. Da habe ich ja auch nur, es ist beides 14 Count. Und das ist das hier, was ich auch mit euch gestickt habe. Also ich bin nicht ein bisschen weitergekommen. Ja. Das sind die Projekte, die ich habe. Und dann das Hauptteil noch, was ich leider mein Jahresprojekt nicht fertig bekommen habe, ist mein Jaguar in Lauerstellung. Wie ihr wisst, sieht das ja dann mal so aus, wenn es fertig ist. Und
Ich bin unverändert hier. Also er schaut mich an, ja. Also das möchte ich auf alle Fälle wieder Anfang nächsten Jahres weitermachen. Und das ist mein erstes Ziel, was ich mir setze. Und zwar möchte ich das im Jahre 2022 fertig haben. Weil ihr kennt ja meine anderen Projekte von Tokareva. Und da möchte ich auch gern noch eins anfangen. Also das muss auf alle Fälle fertig werden. Ja, das sind so erstmal die Sachen, die ich in Arbeit habe. Ich hatte mir gedacht, dass ich, wie ihr mich ja schon kennt, nicht ein Projekt mache, sondern dann mehrere, immer mal im Wechsel. Es fällt ja, also es fallen ja diese Servietten weg und das Winterbild fällt ja dann weg. Und ja, dann habe ich mich überlegt, oder habe ich mir überlegt, dass ich ein paar Projekte auf alle Fälle dieses Jahr anfangen werde. Wann? Weiß ich noch nicht, aber zumindest stehen die bei mir auf der Agenda. Und zwar einmal ist es diese Tasche. Also diese Tasche soll es erstmal auf alle Fälle werden. Mit dem Perlenbild. Mal die Sachen hier vorholen. Dann wisst ihr ja, ich habe zwei Geckos und ich habe zwar hier diese Koala, aber ich möchte auf alle Fälle, weil das habe ich schon eine Weile, möchte ich hier meine Wölfe machen. Weil die hatte ich mir damals geholt, die fand ich so toll und ich habe auch die Biene davon, wo es das hier soll es erstmal werden. Und da werde ich auch, ja, ich weiß nicht wann, aber zeitnah das dann anfangen. Was auf alle Fälle gemacht wird oder angefangen wird, ist dieses Bild. Ihr kennt das ja, wenn ihr Flusstube immer geguckt habt von der lieben Lea Revenga. Sie hat das, ich weiß gar nicht, fertig bekommen. Muss ich noch mal gucken in ihren alten Videos. Und ganz ehrlich, ich möchte das auch. Ich habe das gesehen, das hat was gebracht, das hat irgendwas gehabt. Und ich weiß aber nicht, ob ich das dann im Dezember zu Halloween dann fertig bekomme. Aber und ich habe noch nie so auf dunklen Stoff gearbeitet. Also eigentlich war es immer hell oder so hellblau oder grün, aber jetzt nicht so dunklen Stoff. Mal gucken, wie das die Herausforderung für mich so ist. Schauen wir mal. Ja, dann habe ich ja, wie gesagt, von Mirabilia habe ich ja drei, also ich habe noch mehr, aber drei Hauptteile, die ich machen möchte. Also von diesen dreien habe ich das Material schon zusammen. Ich sag mal, der Weihnachtsmann, klar, der muss man auch relativ zeitig anfangen, aber ich würde mal sagen, den lasse ich mal noch außen vor. Aber zu meiner Titania würde ich gerne hier eines von den beiden machen, obwohl ich hier mehr zu dem tendiere, weil ich verliebt in diesem Bild bin. Ich weiß auch nicht warum, aber das hier hatte ich gesehen bei einer amerikanischen, glaube ich, YouTuberin oder englischen. Da sind dann die Perlen dann auf der Krone und sowas und das sah auch schön aus. Ja, das gucken wir mal. Dann hatte ich mir gedacht, das kennt ihr ja auch, das habe ich euch ja gezeigt, das ist ja aus dem einen Garn, was ich hier sticke, stelle ich mir eigentlich ganz gut vor, weil man kann einfach lang durchsticken, weil es ist ja ein Faden
Und durch diese Changierung der Farben hier, zeige ich nochmal, hat man, entwickelt sich ja erst dieses Muster, ja. Wahnsinn. Das ist die 111. Also, das ist auch schon mein Favorit. Wir gucken mal, was daraus wird. Ich sag mal, allzu viel Überblick möchte ich auch nicht verlieren. Aber so vielleicht 8 Projekte oder so. Gucken wir mal. Ja, und dann mein Hauptteil, was ich machen möchte, sind die Jahreszeiten von Cricut Collection. Da hatte ich ja euch den Stoff damals ja auch gezeigt. So, und das ist Spring. Ja, wie ihr seht, ist das Englisch. Und ich hatte erst überlegt, aber jetzt beschlossen, dass ich es in den deutschen Wort Frühling umwandle. Hier zeige ich euch mal bloß einen Teil von denen. Und es sind, man sieht es halt schlecht, wie gesagt, Frühling. Also das ING kann ich übernehmen. Frühling. Und hier vorne muss ich dann das umändern, dass ich dann eventuell wie den Schirm und die Ranke und sowas, der Hut, dass ich das so übernehme auf die anderen Buchstaben. Ja, ich hatte mir bei Casa Senina, habe ich gesehen, von Cricut Collection gibt es eine Buchstabensammlung. Und die habe ich mir bestellt, ist jetzt erst in 15 Tagen lieferbar. Und wenn das da ist, dann gucke ich mir dann das F an und das Ü, also U mit, weiß ich nicht, kleine Vögelchen oder was ich da als Ü-Strichchen mache, mal gucken. Und also das möchte ich auf alle Fälle, weil ich sag mal, Spring, ja, das geht auch. Aber ich bin eine Deutsche und ich möchte das gerne in Deutsch haben und ich bekomme es nirgendwo, also muss ich mir das versuchen selber zu basteln. Wünscht mir Glück. So. Ja, und dann habe ich ja dann noch. Also das sind immer diese Sachen, die zwischendurch dann noch kommen. Das ist der Sommer. Das ist auch wieder einfach. Da kann ich einfach das U als O machen. Da kann ich das so komplett übernehmen, wie es ist. Ich hatte ja gesehen, dass ich glaube ich. 3 Monate, war das 3 Monate, gebraucht hatte für meinen Winter. Und das wird dann immer knapp, aber dass ich das dann so fertig bekomme. So, und hier ist es ja dann auch wieder Autumn, also Herbst, aber dann werde ich das auch in Herbst umwandeln. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ja. Das sind so die Sachen, die ich für 2022 geplant habe. Natürlich werde ich nicht alles schaffen. Wisst ihr ja. Das ist ja wie mein Jaguar in Lauerstellung. Kommt denn immer was dazwischen? Ich habe ja sehr viele Projekte noch so rumliegen, Vorlagen und Packungen. Ja. Also es wird jetzt. Wenn jetzt keine Kooperation Sachen sind, aber oder wenn es denn nur Kooperationssachen dennoch, aber ansonsten würde ich mir nichts mehr holen. Ich habe ja geliebäugelt, ich mag ja die kleinen Drachen von Randolph Spengler, glaube ich, von Heaven and Earth Design. Da gibt es ja auch die Diamond Painting Sachen, da habe ich auch 2 Diamond Paintings noch. Also wer Interesse hat an Teezeit, glaube ich, und an Bubble Bath oder so von Diamond
Art Club oder Diamond Art Club heißen die. Der kann mich gerne anschreiben. Also da die beiden würde ich, weil Painten, ganz ehrlich, komme ich jetzt nicht mehr dazu. Ich habe hier vor mir eine Riesenkiste mit verschiedenen Projekten, was Diamond Painting noch betrifft. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie lange, weil das ist ja mit so einer Klebefolie. Also es ist nicht gegossener Kleber, sondern so eine Klebefolie. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das hält oder ob man das abgeben. Oh, abgeben nicht, ob man das vorher machen oder bearbeiten muss, wenn es nachher nicht mehr funktioniert. Ihr wisst, was ich meine. Mein Deutsch heute. Und da weiß ich halt nicht, was ich damit mitmache. Ich meine, ja, es kommt sicherlich mal wieder das eine oder das andere, wo ich sage, ich mache Diamond Painting, aber momentan dreht sich bei mir alles um Kreuz- und Perlensticken. Ja, das sind erstmal so die Projekte. Morgen ist der, also wenn ihr das Video seht, ist schon der dritte Advent. Dann möchte ich euch einen schönen dritten Advent wünschen. Heute ist ja noch Samstag bei mir und ja, dann bin ich ja erstmal ein paar Tage im Urlaub. Und ja, dann danke ich euch wieder, dass ihr hier mit dabei wart, dass ihr mit mir das Update durchgemacht habe. Und ja, sonst habe ich weiter nichts. Dann wünsche ich euch wieder eine angenehme Woche. Macht's gut, eure Stickliesel.